Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute haben wir einen Passat 3C hier, wie ihr schon im Thumbnail vernommen habt. Handelt es sich um das Thermostatgehäuse. Ja, das Thermostatgehäuse, was wir im Service bemängelt haben, dass es undicht ist. Das kostet original knapp 300 Euro. Ja, das wollten wir jetzt dem Kunden nicht unbedingt zumuten und haben dann gesagt, das gibt es auch im Nachkauf, das soll kein Problem darstellen. Wir werden sehen, wie gut das passt oder auch nicht passt. Wir werden es sehen. Es kann ja sein, dass es da Unterschiede gibt. Vielleicht sind ja auch die Originalteilnummern dann rausgeschliffen und man kann es als Originalteil wiedererkennen. Ja, ich wünsche euch dazu viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns später im Nachspann wieder. Haut rein, bis denn. Ja, so, jetzt sind wir in der Werkstatt und wer uns nicht verfolgt hat, der 1.4er TSI ist hier drin. So, mit 122 PS und da geht es darum, das Thermostatgehäuse auszutauschen. Das sitzt da unten drin. Einen Moment. So, das ist dieses hier in das Bauteil. Da oben ist noch ein Wasserrohr angeflanscht, was wahrscheinlich von der Wasserpumpe kommt. Ja, da müssen wir bei, das müssen wir los haben. Dann sind da vier Schrauben drin, die müssen wir los haben. Wir müssen die Schläuche hier los haben und natürlich den Sensor hier oben natürlich auch. So, ob da jetzt noch eine Originalteilenummer drin ist? Nee, ich finde jetzt keine, die jetzt rausgeschliffen wurde oder anders irgendwie platziert wurde oder weggeschliffen wurde. Nein, haben wir in diesem Fall nicht, also ist kein Originalteil, aber wir werden das jetzt mal tauschen. Thank you.
Ja, so, fertig. Da ist das alte Bauteil. Ihr seht es selber, total verkrustet mit dem Ganzen. Ja, die Kunststoffdinger werden halt undicht, das ist so. Und es reicht nicht aus, hier die Dichtung neu zu machen. Ja, bei 180.000 sollte man dann eben halt das ganze Bauteil tauschen, weil diese Kunststoffdinger, ja, die leiden natürlich, ne? Die leiden natürlich. Ich werde dann mal gucken, ob er jetzt dicht ist. Probefahrt, hast nicht gesehen. Das läuft dann noch nebenbei. Und ja, auf jeden Fall haben wir das Ding getauscht. Bremsklötze habe ich auch noch nebenbei gemacht. Ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen. Das ist, glaube ich, immer so allgegenwärtig mit OBD-Tester auf- und zufahren und dann eben halt auch die Grundeinstellung und dann Fehlerspeicher auslesen. Ne? Sollte eigentlich ein gängiges Ding sein. So, auf jeden Fall, ja, sind wir hiermit durch. Das Ding ist dann auch fertig und geschaukelt. Ja, wie gesagt, kleiner Fehler, aber der kostet ein bisschen Geld. Das ist halt so, geht ein bisschen Kühlmittel bei drauf. Ihr habt gesehen, wie ich es gemacht habe. Ja, auf jeden Fall rate ich euch, die Leitung zu lösen, die Metallleitung, die oben drüber geht, und dann möglichst vorsichtig damit umzugehen, dass man da unten die Schraube dann eben halt rauskriegt. Schraubengewinde nachschneiden sollte eigentlich auch im Normalfall, ja, wie gesagt, selbstverständlich sein. Und eben halt Gewinde nachschneiden, ne? Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, sollte natürlich auch selbstverständlich sein. Und ja, wenn man hat neue Schrauben, wenn nicht, nimmst du ein Sicherungsmittel, machst dann die Schrauben dran, ist auch kein Thema. Die Schrauben bekommen 11 Newtonmeter, mehr nicht. Und dann ist alles gut. Wie gesagt, über Kreuz anziehen passiert dann auch nichts. Und dann ist da alles gut im grünen Bereich. So, wie gesagt, das war es hier mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ne, ihr kennt das. Und wie gesagt, ihr wisst ja, abschalten, ne? Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Macht's gut. Tschüss. Geht morgen zum Service, dann wollen wir mal gucken.